So, Servus, legen wir gleich los. Ich habe in meinem letzten Video festgestellt, dass ich also mit der Vaco von Carenado noch meine Probleme habe oder wieder meine Probleme habe. Also doch sehr schwer zu starten das Flugzeug und zu landen Flugzeug ist. Und da habe mir gedacht, ich versuche jetzt einfach mal ein paar Platz runter in Vögelshofen zu fliegen. Und ich hoffe, dass die Datenverbindung aufrecht erhalten bleibt. Wie man jetzt sieht, baut sich die Karte auf dem Land. Die Karte nicht richtig auf in der Weltkarte drin. Ja. Also, wenn der jetzt hinzoomt. Ja, das wird nicht besser. Das baut sich nicht auf. Keine Ahnung warum, aber ich starte jetzt einfach mal das Programm, du weißt her. Und hoffe, dass es eine sichere Verbindung bleibt. So. Also für mich hat es jetzt länger gedauert. Im Ladebildschirm, da ist zweimal, dreimal hängen geblieben. Und ich habe dann aus dem Community-Ordner was gelöscht und habe dann auch noch gemerkt, dass ich das Maps-Programm im Hintergrund nicht laufen gehabt habe. Und jetzt weiß ich nicht, was schuld drin war. Entweder das, was ich gelöscht habe aus dem Community-Ordner oder das Maps. Auf jeden Fall, jetzt funktioniert es und das kann man durchstarten. Habe ein bisschen Zeit verloren. Egal, legen wir los. So. Also, die Treibstoffhähne auf und mixt schon nach vorne. Ihr habt die Propeller nach vorne, auch wenn das hier gar nicht verbaut ist. Das geschwind. So, okay. Ein bisschen anziehen. Dann Batterie. Generatoren und Avionik eingeschaltet. Das schalte ich auch mal ein, aber ich muss jetzt gerade nicht braucht. Dann, das war die Bacon-Licht. Bacon heißt bei mir nicht Bacon, sondern Bacon, ich bin Metzger. Und das Navigationslicht eingeschaltet. Das können wir auch schon anschalten, zumindest zum Motor anlassen. Dann Magnetos eingeschaltet. Am Schlüssel und starten wir durch. Moment, ja, Parking Brake ist gesetzt und los geht's. Okay, Anti-Eis, also Pitot eingeschaltet. So, dann ATC-Fenster auf. Und direkter Abflug. Ground Bar Romeo Juliet 66 request taxi for takeoff, departing straight out. Martin Romeo Juliet 66 taxi to an halt short of runway 26 using taxiway Bravo. Contact tower on 119.61 when ready. Taxi, hold short runway. Using taxiway, Bravo Martin Romeo Juliet 66. Eigentlich wollte ich ja Platz runterdrehen, jetzt habe ich direkt den Abflug angefragt, aber ich kann ja nachher nochmal Platzrunde anfragen. Also starten wir. Rauchbremse gelöst, Schub. Taxilicht. Leerlauf. Bisschen Schub nachziehen.
kann man geschwind. So. 20 ungefähr. Hoppla. Was ich festgestellt habe, die Pedale, die reagieren wahnsinnig sensibel. Aber bei anderen Fliegen, ich muss nachher mal geschwind noch in die Steuerung reingucken, ob ich da eventuell was verstellt habe. Das ist mir jetzt also nicht bloß bei dem Aufprall erfahren, wo ich den vorgehenden Flug gestartet habe, sondern auch bei anderen Flugzeugen. So, gucken wir mal geschwind in die Einstellungen. Pedale geschwind auswählen. Empfindlichkeit. Ja. Das ist mir fast zu. Geh ein bisschen runter. Ich muss dann halt aufpassen, wenn ich dann im Extrembereich bin, dann geht es voll schnell. So, machen wir 40 und 40. So habe ich eine Todzone definiert. Ich brauche hier keine Todzone. Da können die eventuell auch, ja, das machen wir so. Ich habe meine Füße oft auf den Bremse und dann könnte es sein, dass es schon aktiviert ist halt. So. Okay. War mir gar nicht bewusst, dass ich die Lenkung so eingestellt habe, aber starten wir durch. Tower Martin Romeo Juliet 66 ready for departing straight out at runway 26. Martin Romeo Juliet 66 altimeter, tree 0.141 com straight out, departure approved. Cleared for takeoff runway 26. Takeoff runway 26, Martin Romeo Juliet 66. So. Die Ansicht. Die Ansicht ist wahrscheinlich besser. Gehen wir es mal. Ja, ist sehr schwierig, die Linie zu einzuhalten. Tower Martin Romeo Juliet 661,300 feet touch and go. Martin Romeo Juliet 66 Tower. Altimeter tree 0.141 com. Make left downwind runway 26. Make left downwind runway 26 Martin.
habe jetzt ein bisschen die Orientierung verloren. Also ich kenne den Flugplatz gut, aber ein bisschen fehlt mir trotzdem die Orientierung, wo genau ich fliegen muss. Ich weiß, dass da hinter das Haus steht und dem muss ich orientieren, denn ich zeig's noch. Jetzt kommt gleich die Landeerlaubnis. Das Haus hier, das zeigt genau auf die Landebahn. Das nehmen wir mal als Referenzpunkt zum Einschlagen. Das nächste Mal ein bisschen flacher anfliegen. Jetzt darf ich nicht zu spät links abbiegen, wegen dem Sonnenhof. Da unten ist der Sonnenhof. Irgendwo in der Gegend. Und vielleicht auch wieder hinten. Und hinten was dagegen. Da steht sogar das Einflugskabel von dem Flugplatz. Steht sogar drauf, Hotel, das Maiden muss. Ja, das wird hier sein. Jetzt ist Sonnenhof, das hier. Da geht es dann hier hinter rum und hier muss unser Sportplatz sein vom Sonnenhof. So, und dann gehen wir wieder runter. Demnächst die Freigabe kommen. Martin Romeo Juliet, 66 Wincom, clear touch, and no left traffic runway 26. Cleared for touch and go runway 26 Martin Romeo Juliet 66. Bin zu früh eingeschlagen. In den Burg ein bisschen größer nehmen sollen. Hier ist wieder das Haus.
mehr Gas geben. Darf nicht unter 80 Kilometer kommen oder Miles per Hour kommen. Das Wetter wird schlecht. Ich hoffe, dass es auf meine Runde reicht, aber das Wetter wird zunehmend schlecht. Idle. Jetzt habe ich mal bewusst auf dem hinteren Sitz Platz genommen oder bin sitzen geblieben, nicht auf dem vorderen. Also das hier ist richtig blöd. Müsste praktisch entweder so oder dann so. Müssen wir ein bisschen korrigieren. Ja, ja, das Wetter wird schlechter. Ich habe jetzt endgültige Landung angefordert. Hier wird das Wetter zu schlecht. Das ist dann. Das ist dann zu gefährlich. Ist jetzt gerade wieder vor. Mehr Gas. Ah, hier ist das Haus hier, halt. Hier ist das Haus hier, also kann ich später rüber. Jetzt kann ich rüber. Vielleicht schick, dass hier das Haus steht. Jetzt wäre ich zu früh rüber, wenn ich das nicht wusste. Eidel. Und jetzt versuche ich mal lang zu flären. Also nicht zu lang, die Landebahn ist nicht arg lang. Ich bin also ziemlich schnell. Also ich habe jetzt richtig in die Eise drücken müssen und habe gleichzeitig ich habe richtig bremsen müssen und habe dann gleichzeitig das Joke dahinter gezogen. Hat gut geklappt. Und zum Schluss habe ich dann gedacht, okay, das brauche ich nicht mehr, jetzt habe ich ja keine Geschwindigkeit mehr drauf. Also mehr drauf dann. Taxi to parking. Martin Romeo Juliet 66 taxi
Also jetzt nochmal zu dem... Lander. Zurück zum Kommandant. Ich bin gerade unterbrochen worden durch die ATC. Ich bin abgelandet. Und, und ich habe dann ziemlich bremsen müssen, weil die Landebahn nicht mehr lang genug war. Und habe dann das Yoke zu mir herzogen. Und es ging sehr gut. Zum Schluss habe ich dann gedacht, jetzt brauche ich nicht mehr herziehen. Ich habe ja keinen Wind mehr. Ich habe ja keine Geschwindigkeit mehr. Und dann ist es ja wirkungslos. Aber schon hat es mir nach vorne. Wenn ich so bin, ein bisschen nach vorne gibt. Scheinbar hat es doch nur Wolken, aber wenn man sehr langsam fährt oder rollt auf dem Ding. Okay. Ja, schade, dass das Wetter jetzt so zunehmend schlechter war. Aber es geht, ich brauche Übung. Und die Übung habe ich jetzt eigentlich nur jetzt im Moment. Und sobald ich wieder an der Flieger genutzt habe, ist das wieder vorbei. Eigentlich schade. Ich habe noch so viele Flieger im Hangar, wo jetzt ich wieder benutzen will und ja, jedes Mal, wenn ich anders nehme, dann bin ich wieder aus dem Skill raus von dem, was ich vorher gemacht habe. Na, okay, gut, ich mache mit einem Vermagung. War interessant heute und beim nächsten Mal habe ich wahrscheinlich wieder einen anderen Flieger. Tschüss.